Wir freuen uns dann zumindest aufs Elfmeterschießen. Da kann er mal zeigen, was er so drauf hat. Der Manuel Neuer. Jupp Heynckes und Co-Trainer Hermann. Und jetzt die Frage, ja, wen lassen wir denn überhaupt schießen? Manuel Neuer gegen Wettklo. Das ist jetzt das Duell der Keeper. In den beiden Kästen. So, jetzt wird mal so geguckt, wer soll ran. Erwarten Sie bitte nicht, dass ich jetzt irgendwas erzähle von Nervenspiel, Nervenkitzel. Es ist, und das wissen Sie alle und das sehen Sie hier auch, an der Gestik von Schweinsteiger und Westermann. Es ist das Spiel um Platz 3. Für beide wäre es ganz nett, wenn man nicht als Letzter den Liga-Total-Cup abschließt. Diese beiden Herren werden gleich entscheidende Bedeutung haben für den Ausgang der Angelegenheit. Geschossen wird übrigens auf das Tor rechts, also auf die Tribüne, auf der die Mainzer und die Dortmunder stehen. Der HSV startet schon sein Aufwärmprogramm auf der anderen Seite. Und gleich wird es dann losgehen. Er kommt gleich. Son, der Mann, der so effektiv ist. Zabavnik angeschlagen. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Kandidat fürs Elfmeterschießen. Tja, können die Mainzer ja schon mal so ein bisschen üben. Gelegenheit, ins Elfmeterschießen zu gehen, hat man ja in Mainz nicht ganz so oft. Da gibt es den DFB-Pokal, da gab es bisher nur einmal den Europapokal. Das wird sich ja jetzt ändern, wenn sie denn den Sprung in die Europa League schaffen. Schützenfindung in beiden Lagern am Mittelkreis. Und wenn es völlig verrückt läuft, dann wird Zabavnik vielleicht sogar ran müssen. Arjen Robben, der Mann, der mit einer grandiosen Rückrunde mit dafür gesorgt hat, dass sein FC Bayern Minimalziel Platz 3 dann doch noch erreicht hat. Er hat getroffen, er hat vorbereitet, er hat richtig stark gespielt. Beifall jetzt in der Kofas Arena, weil die Spieler von Borussia Dortmund den Rasen betreten, und aus dem Fanlager des FC Bayern gibt es natürlich, das hören Sie, die Pfiffe. So, Dortmund und der HSV machen sich in einer Hälfte warm. Wir sehen Florian Kringe und wir wissen, dass Kroos, Petersen, Müller, Alaba und Timoschuk schießen werden für die Bayern. Perisic, der Neuzugang, der Kroate beim Landsmann Pranjic. Perisic, der Mann, der gestern den BVB ins Finale geköpft hat. Also, es geht los. Soto, Sliskovic, Yilmaz, Stieber und Noveski schießen für Mainz 05. Also, es geht los. Soto gegen Manuel Neuer.
Und Soto macht ihn rein, legt den Ball genau neben den Pfosten. Keine Chance für Neuer, 1:0 im Elfmeterschießen für Mainz 05. Wer den hält, der lügt. Unerreichbar das Ding. Alaba. Er wählt die andere Ecke. Auch er schießt platziert. Wettklo kann nicht rankommen. Die Bayern gleichen aus. Sliskovic. Ganz cool, ganz locker, ganz abgebrüht. Neuer vorladen. 2:1 für Mainz. Bei den Bayern kommt der Nationalspieler Müller. Knapp 2 Meter Höhe, genau in die Mitte. Der Torwart, der zur Seite springt, ist chancenlos. Also bisher keine Blöße im Elfmeterschießen. Die Schützen haben ihr Ding gemacht. Jetzt Yilmaz. Und Manuel Neuer wieder in der falschen Ecke. 3:2 für Mainz 05. Einmal hat er schon getroffen in der regulären Spielzeit. Jetzt Versuch Nummer 2. Petersen! Und Wettklo pariert. Und Wettklo bereitet vielleicht den Weg zum Platz 3 für Mainz 05. Vorteil für die Rheinhessen. Der Linksfuß, Steber. Manuel Neuer konsequent mit der falschen Wahl der Ecke. 4:2 für Mainz 05. Die Mannschaft von Thomas Tuchel fast durch. Jeder Elfmeter ab jetzt kann die Entscheidung bringen. Groß. Der FC Bayern lebt noch in diesem Elfmeterschießen. Es steht 4:3 und der Mann, der das erste Tor des Tages gemacht hat, könnte jetzt auch das letzte machen im Elfmeterschießen. Nikolce Noveski, Kopfballtorschütze zum 1:0. Jetzt müsste Manuel Neuer mal halten, sonst ist Mainz Dritter. Aber Manuel Neuer hält. Und das Ganze geht hier vielleicht dann doch noch ein bisschen weiter, weil Noveski verschießt. Also die Jungs, die im Spiel getroffen haben, Petersen und Noveski, die, von denen man normalerweise sagt, die haben Selbstvertrauen, die sollen ruhig zum Punkt gehen, genau die scheitern. Timoschuk. Es könnte das etwas längere Elfmeterschießen werden, wenn Timoschuk trifft gegen Wettklo. Langer Anlauf. 4:4. Also immer dann, wenn eine Mannschaft hier praktisch geschlagen scheint, dann kommt sie doch nochmal zurück. Mainz 05 in der regulären Spielzeit. Die Bayern jetzt hier in diesem Elfmeterschießen. Uca. Also ich habe es gerade gesagt, die getroffen haben im Spiel,
sehen nicht so gut aus im Elfmeterschießen. Gilt das auch für ihn? Ja, gilt auch für ihn. Uccia verschießt. Das ist ja fast schon kurios. Mit welcher Regelmäßigkeit halt hier die Torschützen der regulären 60 Minuten im Elfmeterschießen scheitern. Jetzt die Möglichkeit für Pranjic, Platz 3 für die Bayern klar zu machen. Pranjic, und das ist es, völlig humorlos, trocken, das Ding in die Mitte gelegt. Der FC Bayern besiegt Mainz 05 in einer am Ende zumindest dann doch turbulenten Partie im Elfmeterschießen. Bei uns geht's weiter mit den Sat.1 Nachrichten und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Finale Borussia Dortmund gegen den HSV mit dem Kollegen Vollfuß. Jetzt nur ein Spot.